Zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren Follow Me Around und zwar aus Italien. Wir sind schon angekommen und zwar in unserer Lodge. Und ja, ich zeige euch das mal eben gerade von außen. Heute ist es bewölkt. Boah, es ist hell. Aber die nächsten Tage werden wieder schön. Das ist aber gar nicht schlimm zum Auspacken und so. Ich zeige euch das gerade mal. Ja, das ist quasi so ein Wohnzelt mit, ja. So könnt ihr es, glaube ich, besser sehen. So ein Wohnzelt. Das ist in so einer Anlage hier. Hier gibt es so verschiedene ja, Gebäude, Wohngebäude, wie auch immer. Und ja, das ist hier unser Zelt. Wir haben uns für so ein Zelt entschieden. Mit ja, eigener Terrasse quasi, ein paar Liegen. Und dann geht es hier rein. Ich finde das richtig, richtig cool für ein Zelt. Hier haben wir halt unsere Küche. Mit dem Nötigsten, was da ist. Wir werden aber wahrscheinlich eh weniger kochen und wenn, dann ein paar Mal grillen. Wir haben jetzt uns schon eingerichtet. Hier ist dann unser Tisch, wo wir vielleicht dann bei schlechtem Wetter frühstücken können. Aber das werden wir hauptsächlich draußen machen. Ist jetzt so ein bisschen unordentlich. Ja, fangen wir doch direkt hier vorne an, würde ich sagen. Voll süß in so einer Nische. Unser Badezimmer mit Dusche. Richtig, richtig süß und modern und sauber. Ja. Eine relativ große, geräumige Dusche. Handtücher konnte man auch mitbestellen. Hier hat man halt direkt die Sicht nach draußen. Waschbecken, wie gesagt, auch eigene Toilette. Und ja, das ist schon das Badezimmer. Dann kommt man hier wieder raus. Und dann geht es auch schon ins Schlafzimmer, was wir auch schon größtenteils eingeräumt haben. Ja, mit so einem Doppelbett quasi. Eigentlich ganz süß mit so einem... Ja, das ist, sieht total gemütlich einfach hier drin aus. Ja, Bettwäsche konnte man auch irgendwie buchen, konnte man aber auch selber mitbringen. Dann ist hier noch so ein Regal quasi direkt eingebaut. Das habe ich auch direkt mal mit dem ganzen Kram, was wir so brauchen, eingeräumt. Ein paar Kleider von mir hängen schon dort. Und dann gibt es hier sogar noch so eine kleine gemütliche Sitzecke. Ja, die werden wir jetzt wahrscheinlich weniger nutzen. Ja, und dann, falls man zum Beispiel Kinder noch hat, gibt es hier sogar noch 3 Betten. Oder wenn man mit Freunden frisst. Und wir haben jetzt einfach unsere Klamotten hier ein bisschen verteilt. Hier ist auch wieder so ein Regal, wo man Sachen verstauen kann. Richtig, richtig praktisch. Ja, hier oben sind Klamotten, da sind Klamotten. Und so sieht das ganze Zelt schon aus. Da draußen sitzt Schatzi, schaut gerade wegen Wifi. Und ja, wir werden uns das hier nachher noch alles ein bisschen anschauen genauer. Und ja, ich... Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, uns ein paar Tage begleitet und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Richtig, richtig cool. Hallo. Ich hatte gar nicht gedacht, dass das Wasser so hell ist. Ich hatte das mir irgendwie dunkler vorgestellt. Zeit für Tomate Mozzarella. Yum, 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 yum. Hallo, Tag 3 ist angebrochen. Ich sitze gerade auf dem Bett hier im Schlafzimmer. Und ja, gestern waren wir eigentlich nur noch am Pool und ein bisschen essen. Ist nichts Besonderes mehr passiert. Ja, und heute waren wir in Livorno. Da habe ich leider die Kamera vergessen mitzunehmen. Das ist so ein bisschen größere Stadt, direkt hier um die Ecke eigentlich.
Und dann waren wir nochmal einkaufen. Heute Abend grillen wir nämlich nochmal. Das zeige ich euch auch hoffentlich später. Ich hoffe, ich denke dran. Und ja, Bikini habe ich jetzt an. Wir latzen uns jetzt nochmal auf den Pool heute, an den Pool. Und ja, lassen einfach ein bisschen Seele baumeln. Es ist super schönes Wetter, es ist echt warm. Und morgen wollen wir nach Florenz. Dann nehme ich natürlich die Kamera wieder mit. Genau, das ist so, ja, ganz einfach so ein Strand, Pool, Städtetrip, Urlaub, alles in einem. Und ich muss sagen, diese Campinganlage hier ist wunderschön. Also wirklich sehr gepflegt, sehr sauber und direkt am Strand. Und ein Pool, wie gesagt, gibt es hier auch, gar nicht mal so klein. Und ja, finde ich echt super. Ich bin richtig positiv überrascht. Und für alle, die es interessiert, wie es hier heißt, ich schreibe es euch auf jeden Fall in die Infobox. Genau, und jetzt geht's ab an den Pool. Jetzt sind wir in Florenz angekommen. Oh, das war zu nah. Voll schön hier. Wir sind hier gerade so einen Turm hochgeklettert. Also der hat 412 Stufen. 414, Entschuldigung. Um eine richtig tolle Aussicht zu genießen. Wir sind jetzt gerade bei der Hälfte oder so. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ein Stück höher gleich. Ich zeige euch aber schon mal von hier die Aussicht. Mega schön. Darf natürlich nie fehlen. Aus Florenz wieder zurück angekommen an unseren Campingplatz und jetzt ist es auch ein bisschen frisch geworden am Abend, ich habe die Haare dann nass, aber es ist einfach so schön, da hinten ist der Sonnenuntergang und ja, wir haben eben noch gegessen, ich habe mir mal wieder Tomate Mozzarella gemacht, das schmeckt einfach so genial hier, ich liebe das und jetzt machen wir noch so einen kleinen Spaziergang. Was wir eigentlich immer abends machen ist, weiß ich, vielleicht kennt ihr das ja, wir spielen voll gerne Rummikub mit Zahlen. Das spielen wir eigentlich abends immer und ja, ich habe ja noch momentan ein Buch, was ich lese, aber das hebe ich mir mal auf, wenn wir am Pool liegen oder so und sonnen. Und ja, morgen machen wir, yay, morgen machen wir einen Ausflug zur Insel Elba. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit und ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Hier ist es gerade richtig schön ruhig, hier ist wirklich einfach keiner. Yay! Ich fand das schon immer so cool bei irgendwelchen YouTubern, die sich so gedreht haben. Ja, jetzt ist mir schwindelig und ich lasse es mal lieber. Und ja, es ist einfach so genial, die Luft und so angenehm und frisch. Und ja, man kann endlich wirklich entspannen. Hallo, wir sind jetzt auf Elba angekommen. Und wir sind gerade, was ist das hier? Das die Sommerresidenz hier hinter mir von Napoleon. Richtig cool, das schauen wir uns jetzt mal an. Gucken mal, ob wir vielleicht noch reingehen. Wir sind hier mit so einem Reisebus hin, haben so einen Trip gebucht. Und naja, es sind alles ältere Herrschaften, deswegen sind wir beide schon hier oben. Aber es ist gar nicht mal so schlimm. Wetter ist angenehm. Die Sonne kommt noch nicht durch. Aber ja, perfekt für so einen Trip eigentlich, für so einen Ausflug. Und
Ja, so sieht das Ganze aus. Schon faszinierend irgendwie. Das Ticket kostet übrigens 5 Euro. Das geht eigentlich total in Ordnung, denke ich. Bin mal gespannt, wie es drinnen aussieht. Die Aussicht von hier oben ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da ist das Meer und die Berge von der Insel. Echt nettes Fleckchen hier. Hat sich der Herr Napoleon ein schönes Fleckchen ausgesucht für eine Sommerresidenz. Sind das eigentlich Originalmöbel noch? Mhm. Krass. Jetzt sind wir hier an einem der schönen langen Strände von Elba. Ich glaube, 2 Kilometer lang soll der sein, hat die uns eben gesagt, im Bus. Jetzt kommt auch die Sonne raus und es ist einfach echt super schön und ich bin mal gespannt, wie das Wasser ist. Guten Morgen, heute ist schon Donnerstag und wir fahren jetzt nach Pisa. Und dann nehme ich euch natürlich wieder mit und zeige euch so ein bisschen ein paar Eindrücke. Wir werden ein bisschen, ja, wir wollen auf jeden Fall zum schiefen Turm. Und ja, werden uns die Stadt ein bisschen anschauen, gucken, was es so gibt. Und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Willkommen! Da ist er, der schiefe Turm. Auf jeden Fall mega lustig an, hier hoch zu gehen, weil man merkt richtig, wie schief das Gebäude ist. Jetzt sind wir ganz oben. Hey. Wusstet ihr, dass Galileo Galilei sogar hier oben war und Experimente gemacht hat? Voll cool. Der Gedanke, dass man dieselbe Treppe hochgegangen ist wie er, ist schon irgendwie cool. Hallo, ich weiß gar nicht, wie viel der Tag heute ist, 7. oder so. Ich habe gestern und oder vorgestern nicht gefilmt. Ich hatte irgendwie keine Lust. Das Wetter ist betrübt heute, deswegen fahren wir jetzt nochmal in die Stadt. Wir waren gestern in einem Shoppingcenter. Genau, deswegen hatte ich euch nicht mitgenommen. Wir waren in so einer großen Shopping-Mall. Igigli oder so hieß das. Und ja, da haben wir ein bisschen was geshoppt, aber nicht, nichts Dolles. Und ja, jetzt fahren wir nochmal nach Livorno in die Stadt, weil wie gesagt, es fisselt so zwischendurch mal. Und ja, aber übermorgen geht's nach Venedig, da freue ich mich schon riesig drauf. Ist nochmal so das kleine Highlight am Ende unseres Urlaubs. Ich habe mich jetzt schon verliebt. Richtig, richtig cool. Ich freue mich jetzt, dass wir hier sind und dass wir uns die Stadt einfach angucken können. Einfach genial. Mega cool! So schön ist es hier. Richtig, richtig cool. Also das ist auf jeden Fall einen weiteren Besuch wert, aber dann mal so für 4-5 Tage, so ein längeres Wochenende. Das ist einfach mega schön. Richtig, richtig cool, die Stadt. Hey ihr Lieben!
Lieben, es tut mir wahnsinnig leid. Irgendwie habe ich es total verpeilt, noch weiter zu filmen. Und wie ihr sehen könnt, ja, sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Das heißt, dieses Follow Me Around ist jetzt somit auch beendet. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren in unseren Urlaub. Und es war wirklich ein super erholsamer Urlaub. Wir haben sehr viel gesehen, ein bisschen relaxed und sind wirklich sehr viel rumgefahren. Aber ja, wir haben sehr viel in der Toskana sehen können. Und ich habe vor allen Dingen auch Venedig sehen können, eine wunderschöne Stadt, in die wir definitiv zurück wollen. Und ja, das war's auch. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr öfter Lust hättet, mal in unser Leben, in unseren Alltag reinzuschauen. Ansonsten bleibt es einfach bei diesen ein- bis zweimal jährigen Follow-Me-Arounds, wenn wir irgendwo hinfahren. Das möchte ich schon ganz gerne weitermachen, weil es einfach eine super Erinnerung ist. Und ja, das war's. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss!